Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin heute mal wieder vor der Haustür unterwegs zu Fuß. Wetter ist heute nicht ganz so doll, habe auch nicht allzu viel Zeit. Und deshalb habe ich gedacht, gehe mal eine Runde spazieren. Ja, und der eigentliche Grund für die Tour ist die Kamera, mit der ich gerade filme, die Insta360. Soll hier kein Werbevideo dafür sein, einfach nur will so ein bisschen, will ein bisschen damit rumspielen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran. Ich nehme euch gerne mit. Ja, eigentlich bin ich schon recht privilegiert, wenn ich bedenke, dass ich noch im Ruhrgebiet wohne, aber nur 2 Minuten Lauf und dann bin ich in der Hart. Ja, okay, dann muss ich noch mal eine Straße überqueren und hier im Hintergrund hört man noch die A52, aber ich bin auf jeden Fall schon mal hier im Grün und irgendwann hört man sie dann ja auch nicht mehr. Ja, zur Tour heute habe mir eine kleine Tour zusammengebastelt durch einmal ein Lieblingsteile. Aber vielleicht ist es auch nur ein Lieblingsteil, weil es für mich zu Fuß so einfach zu erreichen ist. Okay, erstes Stück jetzt hier noch nicht, aber dann, wenn wir hinterher auf der anderen Seite der Bahn sind, da kommt sie gerade. Ja, und wie gesagt, einfach nur mal ein bisschen spazieren gehen und mit der Kamera spielen. 14 Kilometer sonst werden. Ah, und ihr wisst ja, wie ich Matsche hasse. Na, es geht aber noch. Kommt mal noch dran vorbei. So, unter der Unterführung durch. Und dann kommen wir in mein Lieblingswaldstück. Ja, den Ton nehme ich dann heute auf der zweiten Spur mit der großen Kamera auf. Aber wie gesagt, der passt mir noch nicht so ganz. Aber schauen wir mal, was heute so zu sehen gibt hier.
Ja, hier haben aber auch gut die Wildschweine gewütet. Ja, da gibt's hier genug von in der Hart. Ja, genau. Hier muss ich nach links, weil ich will zu meiner Lieblingshütte gucken, ob das frei ist. Dann koche ich mir da ein Tisschen Kaffee. Aber ich muss sagen, ich habe heute auch schon ganz schön Zeit vertrödelt mit der Kameraspielerei. Aber ist ja nicht schlimm. Das Wetter ist doch schöner, als wir angesagt haben. Und bin ich froh, dass ich wenigstens wandern gegangen bin. Bin auch nicht weit, aber war ein bisschen draußen. Wird Zeit, dass der Frühling mal richtig durchkommt. Dass es mal wieder Sommer, ja, was sommerlich wird. Jetzt bin ich wirklich durch ein schönes Waldstück gekommen. Jetzt bin ich wieder auf dem Hauptweg unterwegs. Ich weiß jetzt gerade nicht genau welcher, auf jeden Fall. Ja, genau, hier bin ich schon gewesen.
ist ein Teil des Römerwegs. Beziehungsweise führt zum Römerweg hin. Ja, da vorne kreuzt der Römerweg. Dem werde ich jetzt folgen bis zu der mir bekannten Hütte. Ja, habe ich jetzt noch Glück gehabt. Angefangen zu regnen. Wenn auch nicht stark, aber na, mein Kaffee ist schon fertig. Gerade einen Riegel gegessen. Gucken, ob es aufhört. Ansonsten, ich habe einen Poncho bei. Er ist gerade wieder trocken. Aber ich glaube, ich werde den Poncho mal griffbereit halten. So, bin wieder unterwegs. Ja, den Stück des Weges hier kenne ich auch schon. Da vorne kommen wir wieder am Geocache vorbei, wo ich euch nicht zeige, wo der ist. Ich weiß nur, dass er da liegt. Bin jetzt auf dem Rückweg. Hab mir gerade, wie gesagt, da einen Kaffee gekocht. Okay, der Cache ist weg. Oder zumindest nicht mehr zu finden. Müsste man vielleicht nachgraben unter dem alten Holz. Ja, irgendwer wollte scheinbar, dass ich den Poncho raushole. Aber kaum hatte ich ihn an, war schon wieder vorbei mit Regen. So kann das manchmal gehen. So, wieder vorbei am Autobahnkreuz Mal Nord. Das ist halt der kürzeste Weg nach Hause. Aber es fängt immer wieder an zu regnen. Aber ich befürchte, so dunkel wie der Himmel ist, dass da gleich mal ordentlich was runterkommt. Und dann würde ich schon ganz gerne zu Hause sein. Darum die Abkürzung. Ja, ich bin hier auf den letzten 2,5 Kilometern, denke ich mal. Geht jetzt immer an den Gleisen entlang. Aber hier fährt ja gar nicht so oft der Zug. Fallen hoffentlich auch nicht. Es fängt immer wieder an zu tröpfeln. Aber ich habe den Poncho jetzt nicht mehr übergeschmissen. Ich glaube, das lohnt mich. Ja, ich gebe euch recht, wenn ihr sagt, oh, das waren aber verdammt viele Insta360-Aufnahmen. Ja, ich wollte halt mal das neue Spielzeug ausprobieren. Na, es sieht so aus, als kriege ich auf dem letzten Kilometer noch den Arsch nass. Ja, also bin gleich wieder zu Hause. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.